careful what you wish for, because it might be more than you can handle. Österreich neuer Handy-Alarm, Test am Samstag. Mit der Sirenenprobe werden am Samstag in ganz Österreich die Handys schrillen. Das neue Warnsystem AdAlert wird testweise ausgelöst. Am Samstag, den 5. Oktober 2024, kommt es zu einer bundesweiten Testauslösung des neuen Katastrophenwarnsystems AdAlert auf allen Mobiltelefonen und zwar gleichzeitig mit der jährlichen Sirenenprobe zur Mittagszeit. Die Testauslösung von AdAlert am kommenden Samstag wird sich auf zwei Arten auf den Handys bemerkbar machen. Personen, die die Warnung nicht bekommen wollen, müssen die Mobiltelefone zu dieser Zeit in den Flugmodus versetzen oder ausschalten. Besonders etwa während dem Lenken eines Fahrzeuges oder bei einer Veranstaltung. AdAlert soll eine Ergänzung zu den 8300 Sirenen sein und dieses bewährte Warnsystem nicht ersetzen. Ziel des zusätzlichen Warnkanals ist es, im Anlassfall möglichst viele betroffene Menschen direkt über ihr Mobiltelefon zu erreichen. AdAlert funktioniert über einen sogenannten Cell-Broadcast. Warnmeldungen werden ganz einfach auf alle kompatiblen Mobiltelefone, Android 11 bzw. iOS 17.4 oder neuer, die in Sendemasten im betroffenen Bereich eingeloggt sind, versendet. Eine eigene App braucht es dazu nicht. Das alte Warnsystem Cardwarn wird im Gegenzug eingestellt. Neben der Übungs- und Testwarnung gibt es vier weitere Warnstufen. Die höchste Warnstufe, Notfallalarm, kann nicht im Einstellungsmenü der Mobiltelefone eingesehen werden. Diese ist standardmäßig bei allen Mobiltelefonen aktiviert, der akustische Alarm kann nicht stumm geschalten werden. Ältere Telefone, die nur 2G empfangen können, erhalten laut Angaben des Innenministeriums nur die höchste Warnstufe. Befindet sich das Telefon im Flugmodus oder ist es ganz ausgeschaltet, wird keine Warnung empfangen. Meldungen können grundsätzlich für jedes Ereignis ausgesendet werden, wenn die zuständige Behörde dies vor dem Hintergrund drohender oder sich ausbreitender größerer Notfälle oder Katastrophen als angemessen erachtet. Diesen Sirenenton kennt man in Österreich seit Ende der 1990er Jahre. Am ersten Samstag im Oktober wird seitdem jährlich überprüft, ob der Zivilschutzalarm auch überall zu hören ist. Dieses Jahr, zwischen 12 und 13 Uhr, kommt allerdings ein weiterer Ton hinzu, der getestet wird. Der sogenannte AT-Alert. Mit diesem Ton landen nach einer mehrwöchigen Testphase nun Warnhinweise direkt auf dem Handy. Also AT-Alert kann man ganz grundsätzlich für sehr viele Katastrophensituationen, Extremsituationen verwenden. Wir haben beispielsweise jetzt im September bei den Hochwassern auch schon 15 Auslösungen in den Ländern gehabt. Das hat ausgezeichnet funktioniert, ohne Probleme. Es konnten insbesondere in den regionalen Bereichen, speziell in Niederösterreich, auch Menschen gewarnt werden, auch im Burgenland. Und genau für solche Dinge ist der T-Alert. Die neuen Warnhinweise kommen nur dann aufs eigene Handy, wenn man sich in einer Gefahrenregion befindet. Ausschließlich die Mobilfunkstationen dort senden sie aus. Dafür braucht man nichts zu tun, denn die Warnung wird direkt am Bildschirm angezeigt. Zur Sicherheit sollte man in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Notfallwarnungen nachsehen, ob auch alle Warnungen zugelassen sind. Wer ein altes Tastenhandy hat, muss überprüfen, ob Cell Broadcast unterstützt wird. Besonders alte Handys tun das nämlich nicht. Nur wenn das Handy auf Flugmodus oder ausgeschaltet ist, schaffen es die Warnhinweise nicht aufs Handy. Die Einführung hat die EU eigentlich für 2022 vorgeschrieben. Das Innenministerium erklärt die Verspätung mit einer genauen Abstimmung auf die Bundesländer. Außerdem hätte man mit dem Zivilschutzalarm schon ein gutes System gehabt.